Ja, es wird eine Weile dauern, bis wir wieder zusammen sind mit dem Fantastischen Vier und anderen. Wie überleben denn Künstler überhaupt in dieser Pandemie, diesen Lockdown? Smudo ist heute zu Gast, um darüber zu reden, aber auch über eine App, die mithilfe der Fantastischen Vier entwickelt wird und die uns vielleicht allen hilft, wieder freier in Konzerte zu gehen. Außerdem freue ich mich, dass Dirk Brockmann wieder bei uns ist. Er ist Physiker und digitaler Epidemiologe und erklärt uns, welche Maßnahmen denn wirklich helfen können, um die Zahlen wieder zu senken. Herzlich willkommen. Smudo, wenn Sie das sehen, diese Bilder, diese vollen Stadien, tut das weh? Total. Ich bin ganz wehmütig. Ich habe erst gestern meiner großen Tochter eine Doku angeschaut über einen kanadischen Musiker, der auf Tour war und der durch die Mengen getragen wird. Und ich musste feststellen, dass ich feuchte Augen bekommen hatte, weil wir seit über einem Jahr im Prinzip nicht live gespielt haben. Die Saison endete Ende 2019 für uns. Und wir wollten dieses Jahr 30 Jahre Fanta 4 auf Tour gehen. In Stadien, zweimal Stuttgart-Stadion ausverkauft. Und jetzt sitzen wir rum. Ja. Und drehen Däumchen. Und müssen sich darüber Gedanken machen, wie Sie Weihnachten feiern, was die Bundesregierung Ihnen da vorschreibt und was nicht. Wie feiern Sie denn Weihnachten? Haben Sie eine Ahnung? Ich denke, wir sind eine fünfköpfige Familie, wir feiern zu Hause. Okay. Eltern, mit oder ohne Eltern. Oma und Opa, das ist ja die wirklich schwierig. Ja, die sind weit weg und wir müssen auch hinreisen und so. Das ist wirklich mit zu viel Aufwand verbunden und sie sind auch nicht mal die Jüngsten. Von daher muss man auch ein bisschen aufpassen. Also selbst eine normale Erkältung könnte sie schon umwerfen. Mhm. Okay, und Homeschooling, ist das eine Aussicht, auf die Sie sich richtig freuen mit zwei Kindern im Schulalter? Eins ist, glaube ich, das finde ich erträglich. Mhm. Die Große liebt Homeschooling, die möchte nichts anderes mehr. Und damit kommen wir ganz gut klar. Ich finde, an der Schule, wo wir sind, haben die mittlerweile ganz gute Lösungen zusammengebaut zum Ende des Jahres. Wir müssen gleich über die App reden, aber vorher, Herr Brockmann, vor einer Woche sah das so aus, als ob wir sowas wie eine Trendwende bekommen würden. Da dachte man irgendwie möglicherweise, die Zahlen sinken. Das Bild heute ist ein anderes. Wo würden Sie denn sagen, an welchem Punkt der Pandemie stehen wir jetzt gerade? Ja, also wir haben halt ein Plateau jetzt. Ne? Also wir sind relativ früh, also Ende oder am Anfang des Lockdowns aus dem exponentiellen Wachstum rausgegangen. Und wenn man diese Kurvenverläufe sich anguckt, dann ist da ja eine Trägheit drin. Und dann war die Hoffnung, dass dieser Knick relativ schnell kommt. Der ist auch gekommen, aber jetzt hat es sich an einem sehr hohen Niveau eingependelt. Das heißt, offenbar reicht es noch nicht, um sozusagen dann in den Fall wieder reinzukommen, dass die Zahlen runtergehen. Aber wenn man jetzt ins Ausland schaut, in den USA grassiert zum Beispiel, glaube ich, eine verheerende dritte Welle, die wirklich krass ist. Wir hatten Länder um uns herum, die in einen scharfen Lockdown mussten, so wie Belgien. Und sogar Schweden, wo bisher alles freiwillig war, hat sich jetzt entschieden, dass jetzt auch dort Dinge verboten werden. Glauben Sie, wir kriegen das in Deutschland noch in den Griff, diese Pandemie? Über den Winter. Also dieser Blick über den Tellerrand, der lohnt sich immer. Ne? Belgien ist ein super Beispiel. Die hatten Ende Oktober 23.000 Fälle, ne? Bei 11 Millionen Einwohnern. Wenn man das hochrechnet auf Deutschland, sind das 160.000 tägliche Neuinfektionen. Ein ähnliches Bild in Israel. Und dann hat man aber auch gesehen, dass mit einem sehr intensiven Lockdown, wo wirklich sehr restriktiv Kontakte eingeschränkt worden sind, dann war es, jetzt liegt Belgien bei 1000 Neuinfektionen. Also ein Faktor 20 verringert in knapp 4 Wochen. Aber mit rigiden Maßnahmen. Mit extrem rigiden Maßnahmen, wobei auch die Schulen nicht geschlossen worden sind und so weiter. Und es wurden aber sehr stark und sehr intelligent Kontakte reduziert. Also das geht. Das lernt man. Und das Gegenteil geht auch. Das sieht man in den USA, eine dritte Welle, wenn gar nichts passiert, dann explodiert dieses Virus. Das hat ja auch, ist logisch, das liegt in der Natur dieser Sache. Und für Deutschland kann man sagen, natürlich kann man das hier auch in den Griff kriegen. Das ist ja, sind ja unsere Kontakte, ich sage immer, von dem sich das Virus ernährt und die haben wir selbst im Griff. Und da müssen wir ansetzen. Also das funktioniert. Das ist keine Naturkatastrophe wie ein Tornado oder so, ne, den man nicht aufhalten kann. Sie sagen, im Prinzip ist das keine virologische Frage, sondern eine psychologische Frage. Inwiefern meinen Sie das? Ja, ich glaube, dass also da es um Kontakte geht, das ist ja unser Verhalten. Ne? Und diese ganzen Wellenbewegungen und so weiter, die werden ja über unser Verhalten getragen. Das heißt, als Antwort auf die erste Welle gab es einen Lockdown. Das ist ja bezüglich der Kontakte und dann gehen die Fallzahlen runter. Das heißt, wir als Wirt für das Virus bestimmen die Dynamik der Pandemie. Und deshalb ist es eine
Geschichte, ne? Und psychologische Geschichte. Und trotzdem kann man sehen, was sozusagen diese Lockdowns machen. Wir haben hier zwei Grafiken vorbereitet. Die kommen vom Frankfurt Institute for Advanced Studies mit dem Forschungszentrum Jülich zusammen. Die zeigen, wie sich die Infektionen entwickeln. Die erste Grafik hat zum Beispiel eine rote Kurve, die prognostiziert, was passiert wäre ohne Lockdown. Dann wären wir im Januar bei 100.000 Neuinfektionen am Tag. Und dann gibt es die gelbe Kurve, die sich dann aufbaut. Die zeigt quasi, wo wir jetzt sind. Erstmal mit dem Lockdown im November. Aber wenn der dann im Dezember aufgehoben worden wäre, was ja jetzt heute nicht der Fall ist, dann wäre die Kurve einfach wieder gestiegen? Natürlich. Wenn man sozusagen wieder in die Situation von vorher geht, dann sieht das Virus ja wieder genau die gleiche Situation. Ja, das ist ja nicht intelligent, sondern das sieht, da sind wieder viele Kontakte und dann geht es wieder, das sieht man an dieser Kurve sehr schön, wieder genauso weiter. Das ist ja klar. Das muss so sein. Das heißt, und die zweite Grafik zeigt, was vielleicht das ist, was auf uns zukommt. Da sind nämlich mehrere Lockdown-Phasen simuliert. Also wir haben quasi einen Lockdown gehabt im November. Vielleicht kriegen wir die Grafik auch noch. Wir haben und dann gibt es eben unterschiedliche Szenarien. Dann kommt nochmal ein Lockdown über den Jahreswechsel in diesem Fall und nochmal einer im Februar. Und jedes Mal gibt es so einen kleinen Rundabsacker, dann geht es wieder hoch, dann geht es wieder runter. Ist das sozusagen das, was wir erwarten können für eine langfristige Idee davon, wie es bei uns sein könnte? Ja, also diese Grafik zeigt halt so eine Sequenz von Lockdowns. Und da sieht man, das steigt so dann mit der Zeit an, aber es geht immer rauf und runter. Sie müssen sich das so vorstellen, Sie fahren im Auto und ein anderes Auto schiebt Sie von hinten. Ne? Und dann können Sie entweder so richtig auf die Bremse treten und dann hält das auch irgendwann an. Oder Sie bremsen immer ab und zu und dann geht es halt immer vor und zurück. Ja? Das ist hier gezeigt. Was in der Grafik noch nicht drin ist, ist ein Szenario, wo die Fallzahlen dann wirklich sehr tief runtersinken. Da unten ist eine gestrichelte Linie. Genau, auf die wollte ich. Das ist sozusagen 6.000 Neuinfektionen am Tag. Das ist der Wert, den wir mal hatten als Maximum. Das ist aber auch der Wert, von dem wir gesagt bekommen, das entspricht etwa diesem Indizeswert von 50 Neuinfektionen auf 100.000. Da sind wir doch so weit von entfernt. Kriegen wir denn überhaupt wieder? Ja, also es geht halt nur durch Maßnahmen. Wir müssen Kontakte reduzieren. Und alles, was an Maßnahmen jetzt gemacht worden ist, hat uns in das Plateau geführt. Und wenn es nicht ausreicht, dann müssen wir halt noch mehr machen. Und noch mehr heißt ja nicht nur politische Maßnahmen, sondern es muss den Menschen bewusst sein, dass jede Person, das ist ja ein kollektives Phänomen. Das heißt, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Es geht um Kontakte und zwischenmenschliche Dinge. Und jeder kann dazu beitragen. Das heißt, auch als im Kollektiv das Ding in die Knie zu zwingen. Und das ist möglich. Wir müssen halt runter mit den Zahlen, indem wir Kontakte reduzieren, aber die bis wir in dem Bereich sind. Aber die Politik macht ja dann eben bestimmte Dinge. Sie schließt die Restaurants, sie sagt der Kontur, ihr macht jetzt erstmal Pause. Gibt es eigentlich darüber Studien, die zeigen tatsächlich, welche Bereiche man gezielt schließen muss, damit man tatsächlich ein gutes Ergebnis bekommt? Also das war lange offen, aber jetzt gibt es so die ersten Studien, gerade ist in einer sehr renommierten Zeitschrift Nature ein Artikel erschienen, wo die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersucht haben, wo das Infektionsgeschehen stattfindet. Und die haben dann in amerikanischen Großstädten jedenfalls. Mhm. Und die haben halt gezeigt, was passieren würde, wenn diese Orte geöffnet werden, wie das dann hochgehen würde wieder. Und da lagen zum Beispiel Restaurants sehr weit oben, aber auch Fitnesscenter. In diesen Studien konnten sie aber nicht überprüfen, was der Effekt von Schulen war, weil die in den Daten nicht drin waren. Aber solche Studien gibt es und die zeichnen dann ein feineres Bild. Aber generell ist sozusagen natürlich die Erkenntnis, dass wir einfach überall, alle Menschen müssen sich das fragen, Kontakte reduzieren. Auch die Gruppenreduzierung ist auch ein Effekt, den ich gerne erwähnen würde, weil eine Gruppe halbieren hat oftmals einen stärkeren Effekt, als man erwarten würde. Also diese Diskussion, die ja heute auch wichtig war, 5 Menschen zusammen oder 10 Menschen, das macht richtig was aus, ja? Genau, also eine Gruppe halbieren bedeutet, man reduziert die Anzahl der Kontakte um 75%. Ja? Und also von 10 auf 5 halbiert nicht nur die Kontakte, sondern reduziert sie auf ein Viertel. Das ist sehr viel mehr, als man vielleicht erwarten würde. Und deshalb ist das, klingt vielleicht wenig, aber das kann einen sehr starken Effekt haben. Was ich heute nicht gehört habe von der Politik, ist, wann Smudo wieder auf die Bühne kann. Weil alles, was wir jetzt hören, geht jetzt in diesem Falle mal bis Anfang Januar, aber nicht darüber hinaus. Geben Sie ihm mal eine Perspektive.
Ich muss lachen, ich habe diese Nature-Studie auch gelesen. Mhm. Am besten schneiden übrigens Neuwagenverkaufsflächen ab. Das ist aber Amerika. Ich habe aber gesehen, das ist Amerika, oder? Das ja, gibt auch Sachen. Ja. Ja, aber wann kann er wieder auf die Bühne? Was glauben Sie? Naja, also ich sehe jetzt erstmal dem etwas optimistischer entgegen. Wir haben ja jetzt auch durch die Entwicklung der Impfstoffe auch so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, was optimistischer stimmen kann. Also wenn das so gar nicht sichtbar wäre, ist es ja auch ganz schwierig, irgendwie eine Perspektive zu sehen. Natürlich müssen wir jetzt noch länger geduldig sein, aber sozusagen mit dem Optimismus, dass jetzt das mit dem Impfen losgeht, kann man vielleicht nochmal sich so ein bisschen anstrengen und dann nächstes Jahr Weihnachten ist dann wieder alles gut. Jetzt vorher kommt er nicht auf die Bühne? Nein, jetzt Frau Maischberger, haben Sie auch so Mitleid. Entschuldigung. Natürlich ist das ein Problem. Es sind ja nicht nur Sie. Also bei Ihnen hängt ja dran, es sind die Tonleute, es sind die Bühnenarbeiter, es sind alle die Tour organisieren. Die gesamte Veranstaltungsbranche, es sind ja nicht nur vier, die auf der Bühne stehen. Da hängt ja wirklich was dran. Natürlich, klar. Und ich will das auch gar nicht kleinreden oder verharmlosen. Das ist ein Riesenproblem. Es gibt viele Branchen, die wirklich auf Messerschneide stehen. Aber es ist, was soll man dazu sagen? Es ist schwierig, sehr viele Leute auf einem Haufen zu bekommen. Und deswegen muss man sich was überlegen. Das Schwierige ist an der Branche ist, dass eben das Zusammensein und das Zusammen auch schwitzen und gemeinsam die Emotion mit der Musik sozusagen verursachen und zu teilen, das ist das Erlebnis. Das ist im Prinzip wie. Und das Erlebnis kann gerade nicht stattfinden. Auch in Stadien ist ja genau das Gleiche. Ja, aber wann es stattfinden kann wieder? Also Sie glauben, erst Ende des Jahres sind wir so weit durchgeimpft? Ja, ich glaube, das ist eine Frage ich glaube nicht, dass man jetzt von null auf gleich auf 11 stellen könnte und denkt, wann können wir wieder ins Stadion oder sowas? Das wird wachsen. Und so wie wir uns alle dran gewöhnen müssen an manche Maßnahmen, manche haben uns schon gewöhnt an Mund-Nase-Schutz und solche Sachen, werden wir uns auch an weitere Maßnahmen gewöhnen müssen. Und dazu gehört eben, da würde ich eigentlich gerne auch drüber sprechen, diese App, an der wir arbeiten. Reden wir über die App. Die App, wir stellen mal ganz kurz vor, was sie kann und was sie nicht kann. Sie soll uns auf jeden Fall helfen, freier zu leben und ist gerade jetzt erst in Jena vorgestellt worden, vorgestern und kommt jetzt Ende dieser Woche dann raus. Und so sieht sie aus. Gastronomie, Konzerte. Aber auch Pflegeheime. Die neue App Luca soll die Kontaktverfolgung deutlich vereinfachen. Unterstützt wird das Projekt von den Fantastischen Vier. Als Gast, egal wo, muss man sich in keine Liste mehr eintragen. Der Veranstalter muss keine Listen mehr führen und archivieren. Alles läuft digital über die App. Ist jemand positiv getestet, bekommt das Gesundheitsamt über die App verschlüsselte Kontaktlisten für die Nachverfolgung. Könnten damit bald wieder Konzerte stattfinden? So, vorgestellt in Sachsen-Anhalt, Start in Jena am 30.11. Also was ich verstanden habe, sie wird nicht eine Infektion verhindern, aber sie hilft mir, Infektionsketten aufzuzeigen. Ja, es ist die Digitalisierung dessen, was schon passiert, nämlich die Dokumentationspflicht. Wir gehen dann an ein Konzert, wir gehen in ein Pflegeheim und dort müssen wir einen Zettel ausfüllen. Da steht dann drauf Name und Adresse und diese Zettel werden aufbewahrt in der Gastronomie. Sie müssen nach 14 Tagen gelöscht werden bzw. vernichtet werden. Und wenn irgendeiner krank ist und beim Gesundheitsamt das meldet, dann fragt das Gesundheitsamt, na, wo warst du denn die letzten zehn Tage, letzte Woche? Und dann geht der los und sagt, ich war in dem Restaurant und ich war in dem Museum. Und dann gehen die Damen und Herren vom Gesundheitsamt los, sammeln die Zettel ein und dann müssen sie sich durchblättern und müssen die schlecht leserlichen Zettel suchen, Leute anrufen und versuchen, andere Leute darauf hinzuweisen, dass sie vielleicht einen Erstkontakt hatten. Was die meisten gerade nicht schaffen. Was auch wirklich unvorstellbar ist, wenn man sich überlegt, dass wir bei Lieferando 25 Optionen auf eine Pizza haben, mit Salami und vegan und mit Champignons und mit Zwiebeln und ohne. Aber da haben wir eine Zettelwirtschaft wie aus den 70er Jahren. Und das geht eigentlich relativ einfach. Der Zauber ist jetzt nicht speziell die App, sondern der Zauber ist der Vorgang. Man könnte zum Beispiel auch das an ein Konzertticket binden oder an ein Fußballticket, wo ich ja auch einen Namen zum Beispiel habe oder eben einen Kontakt zum Beispiel mit deiner Telefonnummer. Und dann gehe ich ins Stadion und dann weiß eine Elektronik, wann ich da rein bin, wann ich da raus bin. Bei unserer App ist es so, die ist noch anonymer als das System, was wir jetzt haben. Ich habe nur meine Adresse in meinem Telefon. Und da ist ein QR-Code drauf, der sich alle 10 Sekunden ändert, der auch noch obendrein durch mehrere kryptologische Prozesse geht, ist also fälschungssicher. Dann gehe ich damit zu einem Restaurant als Beispiel an den Tisch, bip, und klickt mich ein. Und damit weiß meine App, ich war da. Die Check-in- und Check-out-Daten liegen nur beim Restaurant oder beim Gastgeber. Wenn jetzt jemand krank ist. Wenn Sie jetzt krank werden zum Beispiel. Wenn ich jetzt krank werde als Beispiel. Wie erfährt das die App? Das Gesundheitsamt fragt mich dann, wo ich gewesen bin, dann
hole ich meine App raus und dann fragt mich das Gesundheitsamt, ob ich meine Historie freigeben möchte, was auch freiwillig ist, auch Datenschutz. Sag ich, ja, möchte gerne. Ich möchte auch ein verantwortungsvoller Mitbürger sein und mithelfen, die Pandemie einzudämmen. Und gibt die frei. Und dann kriegen alle anderen automatisch gesagt, du hast hier und da einen Kontakt gehabt, alle, die daran beteiligt sind. Selbst wenn man, die Listen sind nicht richtig, werden schlecht ausgefüllt. Mickey Maus steht da häufig Mickey drauf. Ja, dann kriegt eben Mickey Maus auf Mickey Maus Handy die Nachricht, dass sie einen Erstkontakt hatten. Ist doch egal, wie jemand heißt. Hauptsache, er kann erreicht werden. Okay. Und das ist deutlich anonymer, als was wir jetzt haben. Jetzt ist es so, da liegt ein Zettel rum, auch den kann man auch mal mitlaufen lassen. Ich wollte immer schon mal wissen, was das Mädchen für eine Telefonnummer hat. Mhm. Oder aber wer kümmert sich fotografieren, dann, ne? Wer kümmert sich wirklich, ob die nach 2 Wochen wegkommen? Und so. Es ist schneller, die Gesundheitsämter werden entlastet. Das heißt, die bräuchten keine Soldaten, die dann letztlich versuchen, die Nachverfolgung zu starten. Der große Zauber ist, die Gesundheitsämter zu entlasten. Genau. Und alle Gesundheitsämter, mit denen wir bisher sprachen, sind begeistert. In Jena wird jetzt gestartet. Dort wollen wir Gastro, Museen, Kirchen und so weiter ausstatten. Ganz neu, Tourismusmarketing in Sylt hat sich mit den 5 Sylter Bürgermeister verständigt und mit dem Gesundheitsamt Nordfriesland und wollen proaktiv starten, dass wir im nächsten Jahr komplett Sylt sozusagen machen. Vielleicht mag ja Frau Schwesig sich für Usedom das noch überlegen. Pflegeheime, da würde das auch funktionieren? Ja, in dem Pflegeheim, wo wir jetzt waren, in Sachsen-Anhalt, 2 Pflegeheime, da testen wir das jetzt gerade. Ist das deshalb sehr gut, weil die sind auch dünn besetzt. Man muss eine Person, die eine ganze Stunde Arbeitszeit braucht für die Zettelwirtschaft, könnte man komplett einfach wieder normal einsetzen. Hinzu kommt noch, das sind in EDV-Dingen nicht besonders geübte Gäste unbedingt. Man kann eben auch einchecken an der Rezeption. Man kann sich seinen QR-Code auf den Schlüsselanhänger geben lassen. Und die sind sehr dankbar gewesen in Sachsen-Anhalt, wollen das unbedingt machen, weil sie tatsächlich darin ein großes Problem sehen. Sie waren mal Zivi im Altenheim. Das heißt, ich habe Altenpfleger gelernt, ja, von daher, ich kann das gut verstehen. Und Sie wissen wahrscheinlich auch, was da das Problem ist, dass da jetzt natürlich es grassiert, das Virus, auch in vielen Altenheimen, was wir jetzt schon wissen. Hinzu kommt, und das ist eigentlich der Punkt, man kriegt auch Angst. Also viele ältere Leute haben einfach Angst, wollen aber gerne von Enkeln besucht werden. Sie wissen, vielleicht sind die Enkel krank. Das Tolle übrigens, wenn man nicht im Altenheim einchecken, wenn ich mich jetzt mit meiner Familie treffe, mit meinen Eltern mal als Beispiel, dann kann ich meine App nehmen, auf den Tisch legen und dann können alle Beteiligten in meine App einchecken und haben sich auch eine Historie. Also es ist für den privaten Bereich, für den öffentlichen. Was wir brauchen, ist der Kontakt zu den Gesundheitsämtern. Es gibt 400 Gesundheitsämter in der Bundesrepublik. Einige haben wir schon gewonnen. Und haben Sie eigentlich schon mit dem Gesundheitsminister darüber geredet? Weil der hat ja auch eine App gestartet. Die funktioniert ganz anders. Und die Corona-Warn-App? Mhm. Ja, das ist, als wenn die Corona-Warn-App ist eine App und Luca, unser System, ist was anderes. Es ist, wie wenn Sie Ihre Rezept-App vergleichen mit Ihrer Esslieferanten-App. Da kommt in beiden das Wort Pizza vor, aber das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Helfen Sie uns mal, Herr Brockmann. Ich meine, das klingt ja viel zu gut, um wahr zu sein. Muss da jetzt ein Rapper kommen, um eine App zu machen? Nein, ich möchte ganz kurz was. Das ist eine wichtige Frage. Die Corona-Warn-App ist sehr, sehr gut. Mhm. Es ist ein Radar, der mich im Alltag warnen kann oder informieren kann, wie risikobehaftet ich heute den Tag verbracht habe. Unsere App ist eine ganz andere Adresse. Sie entlastet die Gesundheitsämter. Ich glaube, dass das Zusammenspiel aus Corona-Warn-App, Luca, und eine Aufmerksamkeit und wir tatsächlich schaffen können, relativ mehr zur Normalität zu geraten, früher als ohne diese Tools. Sie sind völlig neutral. Das hier klingt zu gut, um wahr zu sein. Wie finden Sie das? Das ist super clever. Also ich sage Ihnen auch, warum. Also erstens ist es tatsächlich komplementär zu der Warn-App. Aber es hat Komponenten, als ich mir das angeschaut habe, die ganz wichtig sind. Und das ist das Partizipatorische. Das heißt, wenn ich das so höre und richtig verstanden habe, macht man ja aktiv da etwas. Man scannt seinen QR-Code ein, aber auch wenn man sich privat trifft. Man rekonstruiert sozusagen als aktive Person diese Kontaktnetzwerke oder wo man gewesen ist. Und das hat einen ganz wichtigen Einfluss darauf, wie das läuft. Also wir haben sozusagen die Erfahrung gehabt, also auch schon vor Corona mit so partizipatorischen digitalen Experimenten. Kollegen in Dänemark haben das gemacht. Mhm. Je höher der Grad der Partizipation, dass man selber was macht, mitmachen muss, ja. Genau. Desto besser läuft das. Weil man auch bewusster ist dann, das, was Sie vorher gesagt haben. Ja, und man hilft ja damit. Ne? Also wenn dann Freunde zu Besuch kommen und man scannt sich gegenseitig ein, dann hat man ja was geleistet. Ja? Die Deutschen haben Angst wegen Datenschutz. Nach dem, was Sie jetzt gehört haben, ist das etwas, wo Sie sagen würden, die Angst wird da jedenfalls nicht, oder es wird da nichts getrieben, wovor man Angst haben müsste. Ich habe mir das angeschaut und soweit ich das beurteilen kann, also zum Beispiel, welche zertifizierten Server da eingesetzt werden, das sind alles DIN-zertifizierte,
Hochsicherheitsserver, auf denen dann diese Daten verwaltet werden. Das geht über die sich immer ändernden QR-Codes an die Gesundheitsämter. Und es ist ja dann auch noch diese Freiwilligkeit, wenn man dann positiv getestet wird, wird man gefragt, ob man das freigeben möchte, die Kontakthistorie. Also es sind sehr viele Opt-in-Sachen dabei. Die Schlüssel zum Kodieren dieser Daten liegen ja an drei Stellen und die müssen zusammengeführt werden. In meinem Handy liegen meine Daten, die Check-in-Check-out-Daten liegen beim Gastgeber und beim Gesundheitsamt, wenn das möchte, dass sie zusammengeführt werden, fragt es bei den Betroffenen. Also das ist anonymer, als es jetzt läuft. In der besten aller Welten macht jetzt jener den Anfang und was passiert dann? Alle begeistern sich dafür und wir haben es bundesweit. Na, unsere Hoffnung ist, dass die Bundesgesundheitsämter und dass die mitziehen, dass sie sagen, oh, das kann ich in meinem Bezirk super brauchen. Also ein Beispiel, das Gesundheitsamt in Hamburg-Mitte ist ein, ich weiß nicht, Mitte oder Zentral-Hamburg heißt, die machen das St. Pauli-Stadion. Ja. Und dazu ist auch die Reeperbahn. Diese beiden Bezirke sind normalerweise voller Menschen und sind einfach am Boden und tot. Und die überlegen sich aktiv, was können wir machen, um diesen Bezirk wieder nach vorne zu bringen. Und haben wir Gespräche geführt in St. Pauli im Stadion, solche Sachen zu machen, weil von denen, die sagt, ich kann meine Gesundheit entlasten, das ist super, das muss ich machen. Mhm. Und bis Weihnachten haben wir ja Zeit. Vier, fünf Ämter arbeiten bereits von uns. Wir gehen davon aus, dass noch heute Abend sich noch einige mehr melden. Und dann gucken wir, was der Erfolg ausmacht. Sie müssen mir noch eine Sache sagen, Herr Brockmann. Also die Impfstoffe werden jetzt zugelassen. Im Dezember kommen die ersten. Wie lange dauert es eigentlich, bis wir sozusagen solche Gespräche überhaupt nicht mehr führen müssen, weil wir so etwas haben wie die Herdenimmunität? Das ist sozusagen evidenzbasiert und aus meiner Sicht als Wissenschaftler schwer zu prognostizieren, wann das ist. Das ist klar. Ne? Wir müssen halt sehen, wie die Impfstoffe ausgerollt werden. Mhm. Das geht ja jetzt, also erstmal sind sie sehr effizient. Das waren ja gute Nachrichten und können auch produziert werden. Und jetzt muss man halt sehen, wie die in die Gesellschaft reinfließen, um dann Prognosen abgeben zu können. Kann ich nicht sagen. Aber was ist Ihre Schätzung? Einfach nur mal so aus dem Bauchgefühl. Vielleicht also ich glaube, Physiker und Epidemiologen. Also ich sage immer, dass sozusagen 2020 können wir so abhaken. Und ich gehe aber optimistisch in 2021 auch in den Sommer und den Herbst und das Ende des Jahres. Aber ich würde gerne dann nicht das weiter nach vorne ziehen. Aber es ist okay. Ja auch ein schleichender Erfolg, der sich dann einstellt. Es ist ja nicht so, dass wir so die Pandemie ausstellen, ne? Sondern das wird dann runtergehen. Es gibt ganz viele Menschen, die sind grundsätzlich gegen das Impfen. Sie sind Teil von den Corona-Demonstrationsmodus, die wir sehen, aber da sind auch ganz viele andere dabei. Ja, Menschen sind das, ich bin das nicht. Nee, ich sage, es sind Corona-Gegner da, es sind also Maßnahmengegner, es sind Eltern mit Kindern da. Aber was wir auch gesehen haben, es sind sehr viele Rechtsextreme und Rechtsextremisten da. Sie beschäftigen sich seit wirklich wahnsinnig vielen Jahren mit diesem Rechtsextremismus in Deutschland und kämpfen dagegen. Haben Sie ein Gefühl dafür, was da gerade passiert, wie gefährlich das ist, ja, wenn die gekapert? Also, ich finde es sehr gefährlich. Ich kenne viele in meinem Bekanntenkreis, die auch betroffen sind, die quasi schon fast sektenartig Leute an den Corona-Leugnungen verloren haben. Aber es ist auch so, dass ich schon verstehen kann, dass man durchdreht. Man ist ein unsichtbarer Feind, der Virus. Er bedroht einen, man weiß nicht mehr, man wird eingeschränkt in seinen Maßnahmen, dass man das dann verwechselt und sagt, das ist eine Diktatur, die mir sagt, ich muss die Maske aufziehen. Dabei ist es ja der Virus, der einem das sozusagen sagt. Mhm. Dass man das dann nicht wahrhaben möchte, leugnen möchte, dass man seine Arbeitsstelle verliert, weil man manche, das kann ich völlig verstehen. Und das ist ja eigentlich der Nährboden für Extremismus. Was mir Angst macht, ist, wie gezielt und aggressiv der tatsächlich beackert wird von den, der PR sozusagen, der Fascho-PR, möchte ich ganz unverblümt sagen. Und das macht mir wirklich Sorge. Ich finde aber gut, dass es einen breiten Widerstand gibt sozusagen, eine große, breite, vernünftige Gemeinschaft, wo dieses Thema jetzt auch schon so populär ist, ich bin eigentlich schon dann Kulturoptimist. Das macht mir zwar Sorge, aber ich glaube, wir sind alle schlau genug, dass als vorübergehend abhaken zu dürfen. Gucken wir, was da passiert. Und danken erstmal für den Einblick heute sowohl in die digitale Epidemiologie und in die Künstlerszene, aber auch eben in die Hoffnung, die in so einer App steckt. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren.